Hallo Zwilling, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Zwilling. Hinteren Deck, die Karte der Gehängter. Zwilling, die Karte der Gehängter deutet schon auf einen Stillstand, ja? Auf einen Stillstand einfach, einen wichtigen großen Arkana. Eine sehr spirituelle Karte. Es gibt hier schon eine Erleuchtung, ja? Also eine Erleuchtung, eine Klarheit bekommt man. In manchen Fällen, Zwilling, durch deine Träume, ja? Also achte schon auf deine Träume. Durch die Träume oft kommen diese Erleuchterung. Also ja, ich sehe hier eine Klarheit. Auf jeden Fall ein Gefühl vom Nachdenken ist hier sehr stark zu spüren. Nochmals, eine spirituelle Karte. Eine Verbindung mit unserem Universum ist in dieser Karte schon. Und der Gehängter deutet immer auf Veränderungen. Irgendwie, ja. Also Veränderungen sind da. Natürlich, wie gesagt, Zwilling, die Karte, diese Energie deutet auf einen Stillstand. Gar keine Kommunikation zu einer Person oder einen Stillstand in einer Situation, in einem bestimmten Bereich bei dir. Du wirst natürlich besser als ich wissen, wie deine Situation ist, weil wir leben ja nicht alle das gleiche Leben. Sternzeichen Fische bei dir in dieser Karte sehr präsent, ja? Und ja, der Gehängter, wie gesagt, Veränderungen spürt man. Also der Gehängter deutet immer auf Veränderungen. Man möchte wirklich Veränderungen. Und tja, und eine Person, die sich zurückzieht, gar keine Kommunikation, einen Stillstand. Wie gesagt, dieses Gefühl ist hier in dieser Karte. König der Schwerter, Luftelement wie du. Sternzeichen Zwilling, Wassermann, Waage. Eine sehr kalte und mentale Energie spürt man hier. Zwilling, schauen wir mal weiter. Schaue die Karte, die für dich gekommen sind. Also 9 der Schwerter, Ritter der Münzen und 5 der Kelche. Also man spürt hier eine Traurigkeit. Ja, ich spüre hier eine Traurigkeit. Ja. Ein Gefühl von Vermissen, ein Gefühl von Bereuen. Ich bereue eine Situation. In manchen Fällen, eine Person hat hier eine falsche Entscheidung getroffen. Ja, ich habe, ja, in manchen Fällen, also wie gesagt, ich bereue, das Gefühl wäre hier, ich kann auch nicht gut schlafen, also eine Person, die schlaflose Nächte hat. Ich spüre gerade bei dir, Zwilling, die Träume, ja, also dass du wirklich sehr viel träumst momentan, sehr viele Träume hast. Durch die Träume kommen oft diese Erleuchtung, ja, Erleuchtungen. Ich spüre hier eine Person, die wirklich nicht schlafen kann, die doch Veränderungen möchte und eine bestimmte Situation bereut oder sogar sehr traurig ist. Ja. Also dieses Gefühl ist hier. Ich hole mir mehrere Karten. Zwilling.
Ich habe eine Synchronisierung hier mit Sternzeichen Skorpion, möchte ich dir sagen, ja. Sternzeichen Skorpion ist hier sehr stark präsent bei dir. Und ja, Sternzeichen Skorpion ist natürlich auch hier sehr präsent, muss ich dir so sagen. Löwe, Sternzeichen Fische. Sechste Stäbe. Interessante Energie auf dem Tisch, Zwilling. Also sechste Stäbe, Sternzeichen Schütze auch hier zu sehen. Aber es gibt schon hier eine Energie, Königin der Schwerter. Der König der Schwerter haben wir gerade gesehen. Luftelement wie du. Und man sieht hier schon eine Person, die sich auf eine Defensive stellt, ja. Zwilling, schau mal bitte auf den Tisch. In der Mitte, in deiner Legung, habe ich Ast der Schwerter. Eine wichtige Karte, Ast der Schwerter. Ich sehe hier Kommunikation in dieser Karte. Eine Kommunikation, ich sehe hier eine Wahrheit. Ja? Eine Wahrheit, die ans Licht kommt, ich sehe hier eine Kommunikation. Ja? Ast der Schwerter ist eine wichtige Karte, nochmals, spricht auch für neue Anfänge. Also das Gefühl wäre hier das, ja, also neue Anfänge. Ich beende eine Situation und ich fange was Neues an. Kann das hier mit Arbeit zu tun haben? Könnte natürlich auch mit Arbeit zu tun haben. Aber ehrlich gesagt, ich habe gemischte Gefühle hier. Muss ich dir schon ehrlich sein, ja? Also schau mal bitte jetzt hier. Ritter der Stäbe, Ast der Schwerter und Ritter der Münzen. Ich sehe hier zwei Rittern, ja? Ritter der Stäbe, Ritter der Münzen. Also, ich sehe hier mehrere Menschen oder zwei Situationen zumindest. Einen Ritter der Stäbe, Ritter der Münzen. Also auf jeden Fall eine Situation, die man hier beendet und eine neue Situation, die man anfangen möchte. Aber das nimmt Zeit. Ritter der Münzen deutet auf Zeit. Ja, es ist langsam die Energie. Langsam, aber sicher. Warum ist die Energie langsam? Ja, die Gründe sind natürlich da. Ich sehe mehrere Beteiligten in manchen Fällen hier. Ja, auf jeden Fall das Gefühl wäre hier, man beendet eine Situation. Also schau mal bitte diesen Ast der Schwerter und Ritter der Münzen. Eine Person möchte hier ja etwas beenden, ein Verhältnis beenden, eine Beziehung beenden oder einen Schluss machen und was Neues anfangen. Die Energie ist deutlich. Die Energie ist deutlich. Natürlich spricht für jeder anders, aber weil in anderen Bereich, aber die Energie ist deutlich. Man möchte hier neu anfangen. Das ist das Gefühl hier. Und mit viel Erfolg, ich sehe hier Erfolg in deiner Energie. Viel Reichhaltigkeit, viel Erfolg spürt man hier. Und ja. Zwilling, natürlich sehe ich hier viel, was mit Kommunikation zu tun hat. In manchen Fällen sogar eine juristische Kommunikation. Ja, zeigt sich nämlich auch sehr positiv. Du musst dir auch vorstellen, ich habe nämlich Ast der Schwerter in der Mitte. Ast der Schwerter in der Mitte, ja, deutet wirklich für Erfolg. Ist eine positive Energie. Und ja, natürlich mit einer Wahrheit. Ja? Es hat mit einer Wahrheit zu tun. Interessant, weil hinter dem Deck haben wir natürlich der Gehängter. Und der Gehängter deutet auf einen Stillstand. Ich denke, diese Situation ändert sich. Schau mal bitte, also die Karte, die Gerechtigkeit, Ast der Schwerter und Vier der Schwerter. Luftelement sehr stark präsent bei dir. Sternzeichen Waage, Zwilling oder Wassermann. Luftelement. Aber ja, Zwilling, ich rede hier über eine Wahrheit. Ja?
Also egal wie ich mir das hier anschaue, ich rede über eine Wahrheit, die ans Licht kommt. Eine Wahrheit, die ans Licht kommt. Egal wie enttäuschend oder wie schmerzhaft oder wie auch immer. Es gibt hier einfach eine Wahrheit. Ja. Ja. Es gibt hier eine Wahrheit, eine Klarheit. Und das Wort hier, Klarheit, Licht und Wahrheit, ist sehr, kann man groß schreiben. Immerhin die Gerechtigkeit. Es gibt hier eine Gerechtigkeit zu spüren bei dir. Eine Gerechtigkeit. Eine Lektion, die man lernt. Immerhin. Es gibt hier eine Lektion, die man lernt. Und ja, einen Karma, den sich löst. Ja? Am Ende rede ich hier über Karma. Einen Karma, den sich löst. Gibt es hier schon. Vier der Schwerter, du siehst ja, vier der Schwerter, die Karte der Gehängter. Also, ich spüre das Gefühl hier von sehr viel Nachdenken. Das könnte man bei dir hier wirklich auch sagen. Also, dieses Gefühl von Nachdenken, sehr stark. Entscheidungen treffen, Grenze setzen. Ich spüre hier dieses Gefühl von Grenze setzen, eine Entscheidung treffen. Und Zwilling, für eine Gruppe, nicht für alle, wissen wir ja, ich könnte hier sogar mit einer Trennung zu tun haben. Eine Trennung, eine Scheidung. Ist das für dich Arbeit? Spricht das hier für eine Kündigung? Aber das ist hier eine klare Sache. Ich meine, die Gerechtigkeit und Ast der Schwerter, das ist einfach eine klare Kombination von Karten, die für neue Anfänger, also ich rede hier über einen Schluss und neue Anfänge. Ja, Zwilling, hier gibt es eine juristische Sache. Hier gibt es eine juristische Sache, auf die du gewartet hast. Du hast auf diese Situation gewartet. Auf diese Kommunikation hast du gewartet. Wow, wow, wow. Also, zwei der Münzen, Ass der Schwerter und fünf der Kelche. Diese Entscheidung, es gibt hier eine wichtige Entscheidung, ja? Eine wichtige Entscheidung, eine wichtige Kommunikation. Es kommt hier eine interessante. Es ist eine interessante Kombination von Karten, denn fünfte Kelche deutet auch, wie gesagt, auf ein Gefühl von Traurigkeit, ja. Also, Zwilling, von diesem Deck habe ich für dich auch ein paar Karten rausgeholt und kam die Karte Gespräche vom Herz zu Herz. Gib deine Beziehung eine Chance und liebe zuerst dich selbst. Sehr interessant, was ich hier habe, muss ich dir schon ehrlich sein, weil die gleiche Karten kam nämlich bei Sternzeichen Skorpion. Ich hatte es, glaube ich, also diese Gespräche vom Herz zu Herz, habe ich für kommende Woche für mehrere Sternzeichen, also Sternzeichen wieder, Sternzeichen, also für mehrere, ich glaube sogar Fische, Wassermann, für dich, also für Skorpion, mehrere Sternzeichen. Diese Gespräche vom Herz zu Herz. Für letzte Woche, also für die vorherige Woche, hatte ich die Karte Co-Abhängigkeit, die sich oft das wiederholt hat. Und jetzt habe ich diese Gespräche von Herz zu Herz. Ist einfach nur interessant. Gib deine Beziehung eine Chance und liebe zuerst dich selbst. Hinter dem Deck war, achte auf die Warnsignale. Die Intuition ist sehr präsent hier. Aber nochmals, Zwilling, die Synchronisierung mit Sternzeichen Skorpion ist bei dir gerade sehr groß. Ja. Ja. Nicht nur, sehr wahrscheinlich auch Sternzeichen wieder, aber du wirst natürlich wissen, wie deine Situation ist. Die Energie zeigt sich nämlich so. Es kommen Gespräche hier.
Es kommen Gespräche schon. Ja, es kommen schon Gespräche. Augenblick, bitte. Neunte Stäbe. Schau mal, zwei der Kelche und die Karte der Narr. Also, diese Treff oder diese Gespräche kommen. Also, die Gespräche sind da. Es gibt hier schon eine starke Seelenverbindung, ja, zu einer Person. Es gibt schon hier eine starke Seelenverbindung. Die Karte der Narr deutet ja auf einen neuen Zyklus. Ja? Aber Zwilling, hier kommt eine wichtige Entscheidung. Ja, also, das muss ich dir schon sagen. Es kommt hier eine wichtige Entscheidung. Weißt du, was ich, mein Gefühl gerade, weißt du, was ich hier spüre? Ich spüre eine Trennung. Eine Trennung, eine Scheidung, egal wie das hier für dich jetzt sich zeigt, weil manche sind ja verheiratet und manche gar nichts. Manche sind nur in eine. Es kommt drauf an. Ich sehe hier eine wichtige Entscheidung und einen neuen Zyklus, ja. Ich spüre hier ein Ende mit einem Zyklus. Das ist für dich nicht einfach, Zwilling. Ich sage nicht, dass das hier leicht sein wird. Nein, sage ich nicht. Das ist nicht leicht. Veränderungen sind nicht einfach, aber nötig. Ich spüre hier bei dir einen neuen Zyklus, ja, aber sicher, es gibt hier einen neuen Zyklus, die nicht leicht für dich ist. Es kommt eine wichtige Entscheidung, Zwilling, es kommt eine wichtige Entscheidung auf dich zu und das wirst du schon machen. Das wirst du schon machen. Und ich rede über einen neuen Zyklus für dich. Ja. Genau. So sehe ich das hier. Also es gibt hier einen endgültigen Entschluss, also ein Ende. Ja. Denn ich spüre hier, also eine Person träumt hier sowieso mit jemand. Also. Es gibt hier dieses Gefühl von ich träume von einer Person. Ich träume wirklich sehr viel von einer Person. Ich vermisse hier eine Person. Ja. In manchen Fällen rede ich für manche Sternzeichen Zwilling, die gerade sogar in eine kleine Depression sein könnten. Oder wenn das nicht der Fall ist, eine kleinere Gruppe von Sternzeichen Zwilling, die, ich weiß nicht, ob ich Fische gesagt habe, nein, Zwilling, eine Gruppe von Sternzeichen Zwilling, die in diese dunkle Nacht gekommen sind oder in diese kleine Depression waren. Das Gefühl ist da. Das Gefühl von einer Depression ist da. Das muss nicht für allen reden. Ich rede, dass eine Gruppe vielleicht sogar krank waren. Es gibt hier eine Krankheit zu sehen. Ja, und das hat wirklich mit einem starken Gefühl von Traurigkeit. Ja, diese Traurigkeit ist hier sehr stark zu spüren. Dieses starke Gefühl vom Nachdenken an einer Person. Ich denke sehr viel an jemand. Ich vermisse eine Person. Die Nostalgie ist sehr stark hier zu spüren. Ich träume wirklich mit dieser Person. Ich träume. Zwilling, in wenige Worte, was ich hier habe, ist die Nummer 2 zeigt sich bei dir auch zweimal. Die Nummer 2, 2. Also ich spüre hier doch eine wichtige Entscheidung. Ich spüre hier schon eine wichtige Entscheidung. In wenige Worte ist das hier, was ich wirklich, was ich sehr deutlich sehe. Und das hat für dich mit einem neuen Zyklus zu tun dann. Das ist hier ein neuer Zyklus, ja? Zwilling. Ja, das ist hier ein neuer Zyklus, sicher. Aber eine wichtige Entscheidung. Und du weißt das nämlich auch.
Du willst nämlich, du willst diese Veränderungen haben, du willst das nämlich. Du willst das nämlich. Du willst eigentlich diese Kommunikation, du möchtest eine Kommunikation hier haben, Zwilling. Du möchtest eine Kommunikation, du wartest auf eine Kommunikation, du würdest gerne, dass eine Person dich, sich mit dir in Kontakt setzen würde. Du würdest das gerne haben, du möchtest diese Kommunikation. Du möchtest einen neuen Zyklus anfangen, du möchtest das. Wie gesagt, ich habe hier mit einer Person zu tun, die nicht schlafen kann. Die nicht schlafen kann. Die träumt, träumt mit einem neuen Anfang, mit einem neuen Kompromiss, einer neuen Beziehung, egal was das jetzt wirklich ist. Aber Zwilling, die Veränderungen sind da. Die Veränderungen sind da. Gespräche vom Herz zu Herz, liebe dich zuerst selbst und achte auf die Warnsignale. Schau mal, also das Wartens wert, es lohnt sich zu warten und achte auf die Warnsignale, Zwilling. Zwilling, eine starke Legung, ja? Starke Legung in der Mitte, Ast der Schwerter, für mich meine Lieblingskarte, weil doch das spricht für eine Wahrheit, die ans Licht kommt. Und das hat mit Kommunikation zu tun. Das ist Kommunikation. Und ja, und natürlich wichtige juristische Sachen habe ich hier. Also eine juristische Situation habe ich hier. Und es kann hier mit einer Unterschrift zu tun haben auch. Also ja, eine Unterschrift, eine wichtige Unterschrift, was für manche nochmals mit einer Trennung zu tun hat. Ja? Ich weiß nicht, wie diese Energie für dich spricht, der Zwilling weiß es nicht. Wie diese Energie für dich spricht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich hier mit neuen Anfängen zu tun habe und eine wichtige Entscheidung. Ja. Und ja, ich brauche es auch nicht zu sagen, Zwilling. Das Gefühl hier von Traurigkeit ist hier sehr stark zu spüren. Ich denke, Zwilling, ich habe hier mit einer Seelenverbindung zu tun. Ich denke, das, was du spürst, was du fühlst, fühlt auch gleichzeitig die andere Person. Ja, die andere Person spürt das Gleiche wie du. Die gleiche Traurigkeit, die gleiche, in manchen Fällen Depression, ja, zwei Menschen fühlen das Gleiche. Ja, und genau, diese Traurigkeit und diese Situation ist da zu spüren. Wow, Zwilling, ich weiß nicht, also lassen wir uns mal überraschen. Es gibt hier eine wichtige Legung, ja? Es gibt hier eine wichtige Legung für dich und das weißt du nämlich auch. Das weißt du nämlich auch. Die Gerechtigkeit sehr, sehr deutlich hier und neue Anfänge für dich, Zwilling. Neue Anfänge. Ich danke dir für deine Likes. Gerade sehe ich die Nummer 1515 in meine Uhr. Spricht auch für die Karte der Teufel. Sternzeichen Steinbock. Ja, also die Karte der Teufel ist hier nämlich auch. Tja, also Zwilling, ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön und bis bald. Tschüss.